Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wo ich heute sitze, zumindest die, die per Video zusehen. Ich bin heute und morgen in Berlin unterwegs, habe einige Kundenbesuche und darf heute aber auch bei Chemdis zu Gast sein, nämlich beim lieben Florian und seines Zeichens Account Executive bei Chemdis. Und wir werden gleich darüber sprechen, was Chemdis macht und was wir mit Chemdis machen bei Taurus. Wir verwenden Chemdis nämlich aktiv. Ich sage mal herzliches Hallo, mehr oder weniger aus Österreich nach Berlin. Jawohl. Hallo Florian. Ja, hallo Thomas, schön, dass du hier bist bei deinem Kundenbesuch oder bei deinen Kundenbesuchen in Berlin und ja, hier bei uns im Büro als Kunde sozusagen. Genau, und jetzt bin ich als Kunde da und ich würde dich eingangs kurz bitten, stell dich doch selbst kurz vor und im nächsten Schritt stürzen wir uns rein in unser Thema sichere Rechnungskontrolle und Chemdis kann ja auch noch viel mehr als Rechnungskontrolle und das möchte ich unseren Hörern, unseren unternehmerischen Hörern in erster Linie ein bisschen näher bringen heute, weil ich es einfach sehr spannend finde und für uns auch einen sehr großen Nutzen stiftet. Super, sehr gerne. Ja, wie Thomas schon eingeleitet hat, ich bin der Florian, Account Executive bei Chemdis. Meine Hauptaufgabe ist die, dass ich Interessenten sozusagen unser Produkt vorstelle. Das läuft in der Regel so ab, dass es im Vorfeld ein kurzes Evaluierungsgespräch gibt, in dem man einfach kurz abdeckt, worum geht's, was sind die Ziele, die mit einer neuen Software verfolgt werden, passt es mit unserer Lösung überein und wenn ja, folgt eben eine Produktpräsentation und danach einfach ein offener Austausch. Wie möchte man weitermachen? Kann man sich das vorstellen mit uns oder eben nicht? Und wenn ja, dann guckt man eben, wie man in den erfolgreichen Test kommt, um dann eben wie ihr in den Genuss von unserer Lösung zu kommen. Genau. Und vielleicht noch abschließend dazu, unser Hauptmarkt war da eben zuletzt oder in den letzten Jahren sehr stark im deutschen Markt mit der Buchhaltungssoftware Datev. Und das vielleicht auch, um den Bogen zu spannen, warum eben auch du hier bist als österreichisches Unternehmen mit der Buchhaltungssoftware nicht Datev, sondern eben BMD. Das vielleicht auch noch kurz zu meiner Rolle zu sagen, das ist jetzt eben auch ein Teilbereich, in den ich jetzt bei uns im Unternehmen neu reingerutscht bin. Eben auch unsere Strategie, mehr Systeme anzuknüpfen, die eben nicht nur Datev sind, sondern eben auch flexibel, was verschiedene unabhängige Buchhaltungstools angeht, wie zum Beispiel BMD, um da langfristig eine direkte Schnittstelle eben herstellen zu können. Genau, ja. Also wir haben ja selbst ein österreichisches und ein deutsches Unternehmen und werden auch bei unserem deutschen, bei unserer deutschen GmbH im nächsten Jahr auch BMD einsetzen statt Datev. Und da freut es mich umso mehr, dass das einfach mehr und mehr lückenlos möglich wird. Ich möchte vielleicht ganz kurz darauf eingehen, wieder für unsere Zuseher per Video. Wir haben da im Hintergrund NLA. Das ist keine neuartige NFL oder sonstiges und kein Sportteam, sondern NLA heißt Next Level Accounting. Richtig. Und das ist euer Slogan quasi, wenn man so will. Ne? Ja, vielleicht nicht unbedingt Slogan, sondern eher so ja eine eigene Marke, die wir versucht haben zu schaffen, einfach um das Bewusstsein in den Unternehmen, in den Finanzabteilungen zu schaffen, wofür wir stehen, nämlich eben Next Level Accounting. Was steckt da dahinter? Wir haben eben in Erfahrung gebracht oder bemerkt, dass gerade in den Organisationen da draußen, wenn man so mag, einfach noch teilweise alte und veraltete Glaubensmuster eben vorhanden sind. Die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, ist heute einfach eine andere, als sie noch vor 10 Jahren waren. Papierprozesse will heute auch keiner mehr. Und auch da, wo noch Papierprozesse sozusagen vorhanden sind, glaube ich persönlich, wissen die Unternehmen selbst auch, dass das nicht gut ist, dass es neue Arbeitsmethoden gibt. Häufig ist dann der nächste Schritt, so der erste digitale Schritt sozusagen, dass man noch Papier eliminiert in Form von Scannen und dann hin zu einem E-Mail-Prozess kommt, wenn wir jetzt über das Stichwort Rechnungsfreigabe sprechen. Aber in der schnelllebigen Welt, wo wir heute eben leben, funktioniert das auch nicht, weil sich die Prozesse intern einfach auch sehr schnell verändern und es nicht nur darum geht, den Prozess als solches zu bearbeiten, sondern eben auch gerade
Wir haben vorhin über deine beiden Buchhalterinnen gesprochen, die den Prozess natürlich auch verantworten müssen, entsprechende Effizienz bringen müssen, aber auch Transparenz in Form dessen, dass man zu jeder Zeitpunkt im Prozess eben auch weiß, was ist gerade Stand der Dinge, was in analogen Prozessen eben nicht gegeben ist. Also wir verwenden Candice aktuell ja eben hauptsächlich für die Rechnungsprüfung und Rechnungsfreigabe, dass der bei uns im Speziellen der Projektleiter, der das Projekt verantwortet, dann die spezifischen Lieferantenrechnungen, die wir bekommen für dieses Projekt, abgleicht, prüft und freigibt. Ja. Möchtest du uns aber mal erzählen, Candice kann ja nicht nur das, sondern ihr habt ja mehrere Bestandteile in Candice. Ja. Gerne. Also wenn man sich unsere Lösung, unser Produkt als solches anschaut, ist unser Kernprodukt die Rechnungsprüfung. Was gehört dazu? Eben die Erfassung von Rechnungskopfdaten und eben auch die Buchhaltungsdaten, sprich die, die Konten selbst, um eine Rechnung auch entsprechend buchhalterisch zu erfassen. Bedeutet in Kurzform, in Candice erfasst man bereits einen vollständigen Buchungssatz, der später in die Buchhaltung übermittelt wird, und bevor das eben geschieht, muss die Rechnung natürlich auch sachgemäß geprüft werden, ob die überhaupt ordnungsgemäß zugestellt wurde und ob die auch entsprechend formal richtig ist, damit sie den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Das ist ein Teilbereich, der dazugehört, und ein wesentliches Element, wir sprechen von einem Hygienefaktor, ist eben die Schnittstelle zur Buchhaltung, weil du kennst unser Produkt. Eine Lösung vor der Buchhaltung, die kann noch so schön ausschauen, wie sie möchte und automatisiert funktionieren. Wenn die Schnittstelle zur Buchhaltung nicht gegeben ist, dann bringt einem das Ganze davor nämlich auch nichts. Und dementsprechend haben wir heute die Möglichkeit, schon mit einer flexiblen CSV-Datei zum Beispiel für Lösungen, die nicht Dativ sind, dort eine saubere Schnittstelle zu schaffen, aber eben langfristig das Ziel mit einer direkten Integration auch für andere Lösungen. Das ist unser Hauptbereich, und wenn man sich halt eben anguckt, wofür dieser Hauptbereich dann verantwortlich ist und welche Personen in dem Prozess beteiligt sind, die Buchhaltung, die eben ständig die Kontrolle über den Prozess braucht und effizient arbeiten möchte, die Freigeber selbst, also die Personen, die verantwortlich sind, die Rechnung eben ordnungsgemäß zu prüfen, für die soll es das Ziel sein, möglichst einfach im Prozess beteiligt zu sein, im Sinne von, die haben natürlich nicht die Hauptaufgabe, Rechnungen zu prüfen, sondern deine Projektleiter haben die Aufgabe, die Projekte voranzubringen und für den Kunden gute Arbeit zu leisten. So und dementsprechend soll die Prüfung von Rechnungen für die eher Nebenprodukt sein. Aber für dich als Geschäftsführer eben natürlich auch interessant, und das ist eben wichtig, dass die Buchhaltung auch gewissenhaft arbeiten kann, dass die Daten, die erfasst werden, auch ordnungsmäßig, zeitnah und auch korrekt erfasst werden, damit du mit dem Ergebnis, was hinten rauskommt, eben auch entsprechende Entscheidungen treffen kannst. Damit wir einfach korrekt abrechnen. Ganz genau, so ist es. Und als letzter Stakeholder in dem ganzen Prozess natürlich auch der Staat selbst, weil in Form von einer Betriebsprüfung möchte man natürlich auch einen sauberen Prozess haben, der gut dokumentiert ist, der auch richtig gemacht ist. Und dementsprechend ist ein Hauptbestandteil von unserem Produkt, der uns persönlich auch sehr wichtig ist, dass die ganzen Prozesse eben auch rechtskonform, GOBD-konform vonstatten gehen. Das heißt, ich habe auch alle Belege, alle Eingangsrechnungen in dem Fall im Candice rechtskonform abgespeichert, hinterlegt, habe eine Dokumentenverwaltung. Bei uns ist es auch so mittlerweile, dass der Steuerberater auch einen eigenen Zugriff hat. Und wenn es dann irgendwelche Rückfragen gibt zu einem Beleg, kann er sich einloggen und den Beleg ganz einfach nach, keine Ahnung, Rechnungsnummer, Lieferant etc. suchen. Wir werden versuchen, da einen Screenshot von der Maske vielleicht einzubinden ins Video. Ich finde das nämlich sehr spannend, dass ich als zentrales Feld immer die Rechnung habe, rechts davon alle Belegdaten, die erfasst worden sind, bis hin zu IBAN, Zahlungsziel. Ich kann ja automatisch dann auch die Zahlungsliste exportieren und ins Online-Banking importieren über die SEPA-XML-Datei. Das hat bei uns auch sehr viel Prozesse schneller gemacht und Zeit gespart, dadurch, dass nicht mehr händisch gemacht werden muss. Ein cooler Faktor ist auch, man kann ja schon vorkontieren nach Konten und Kostenstellen, und dementsprechend ist das schlussendliche Buchen bei uns dann im BMD stark vereinfacht, bis hin zu kein Buchungsaufwand mehr nötig. Und das ist natürlich von der Maske, von der Benutzerfreundlichkeit her viel
vielmehr spielerisch, wenn ich das so sagen darf, ja. als im BMD direkt zu buchen. Und zu jedem Beleg habe ich dann eben die links die Chat-Funktion, wo ich gleich Rückfragen stellen kann, Leute markieren kann, gibt es E-Mail-Notifications und ich bekomme schlussendlich jeden Tag mein Summary, welche Belege habe ich noch freizugeben. Mhm. Und das trägt einfach sehr zur Automatisierung dieses Prozesses bei. Mhm. Und ich habe eh vorher gesagt, zuvor wurden die Belege per E-Mail hin und her geschickt an die Projektleiter und an die Projektverantwortlichen. Und das hat einfach zu sehr vielen Schnittstellen und Rückfragen und Problematiken geführt, die wir jetzt mit Candice nicht mehr haben. In dem Sinne tatsächlich großes Lob. Und das ist eingangs erwähnt, eben in der Beratung, im Verkaufsgespräch. Ich muss wirklich sagen, ihr habt euch wirklich, wirklich Zeit genommen, auch mit uns ins Detail zu gehen. Man hatte nicht den Eindruck, ihr wollt jetzt den schnellen Abschluss machen, sondern ihr habt euch Zeit genommen, habt euch wirklich jeder Frage angenommen. Und ich glaube, derer waren viele bei uns. Ja. Und da muss ich euch wirklich loben. Ja, das war von der Kundenbetreuung her wirklich, wirklich super. Und deswegen haben wir uns schlussendlich auch für Candice entschieden. Ja. Freut uns natürlich, nehmen wir auch dankend an, in der Form nicht ich, auch wenn ich natürlich auch bei uns Beratungsgespräche führe, aber ich gebe das in dem Sinne der Claudio für uns, unser Betreuer. Mach das an meinen Kollegen, den Claudio weiter, der ja dafür verantwortlich ist, dass du uns heute sozusagen besuchst. Genau. Möchtest du vielleicht noch auf das Thema mit den Kreditkarten eingehen? Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Ja, sehr gerne. Neben der Rechnungsprüfung, also von Belegen, die man eben tagtäglich ins Unternehmen reinbekommt und entsprechend prüfen und erfassen muss, ist ein Schmerzbereich in Unternehmen und gerade für Buchhalterinnen und Buchhalter Kreditkarten. Mhm. Warum? Zum einen, weil Kreditkarten, die in der Regel von klassischen Hausbanken sind, häufig nicht personenbezogen sind. Bedeutet, dass man in der Regel wenige Kreditkarten im Unternehmen hat, die dann untereinander aufgeteilt werden und gerade die Buchhaltung dann überhaupt nicht nachvollziehen kann, wer hat denn jetzt den Einkauf tatsächlich gemacht. Mhm. Und wie vorhin schon eben erwähnt, wenn jetzt ein Bauleiter oder eine Bauleiterin was über Kreditkarte einkauft, die Prüfung der Rechnung oder die Einreichung von Rechnung ist eher in dem Prozess ein Nebenprodukt, sprich der Buchhaltung fehlt der Beleg und hat jetzt in dem Fall eben die Problematik, dass man nicht weiß, von wem ist der Beleg einzufordern. Mhm. Und die Problematik wird damit eben verstärkt, dass bei klassischen Banken die Kreditkartenabrechnung nur einmal im Monat kommt. Sprich, man muss halt immer 30 Tage rückwirkend dann eben fehlende Belege suchen und herausfinden, von wem sind jetzt einzufordern. Mhm. Und das Problem lösen wir mit unseren Firmenkreditkarten, die es in virtueller als auch in physischer Form gibt. Und das hat eben den Vorteil, dass sobald jemand etwas einkauft, die Buchhaltung direkt sieht, wer hat was eingekauft, im Sinne einer Einzeltransaktion, sprich man hat gar keine Kreditkartenabrechnung mehr und sieht direkt, wer den Einkauf getätigt hat. Das ist ja mehr oder weniger in Realtime, sobald da eine Buchung drüber läuft, sehe ich das mit kurzer Zeitverzögerung gleich im Candice-Dashboard. Ne? Richtig, wir werden später essen gehen, das geht natürlich auch über die Candice-Kreditkarte. Wird über unsere Kreditkarte gehen, wenn ich das dann später im Kassiervorraum bezahle, wird es meine Finance-Managerin direkt in Candice sehen und ich kann jetzt dann vor Ort mit dem Handy über unsere App den Beleg abfotografieren und Candice wird in dem Fall den Beleg dann automatisch verknüpfen, sprich meine Finance Managerin hat diesen Vorrang schon abgehakt, da ist einfach nichts mehr zu tun und sie hat dann sozusagen nur noch die Transaktion vor Augen, wo tatsächlich der Beleg noch fehlt und jetzt kommt Candice eben noch dazu und erleichtert den Prozess, indem die Personen, die vergessen, ihren Beleg hochzuladen, auch noch automatisch daran erinnert werden. Mega. Also echt, echt geile Lösung. Gibt es noch eine Funktion, die wir noch vergessen haben bei Candice? Oder haben wir schon alles abgehakt? Ja, also das ist tatsächlich so unser Kernprodukt, also die Rechnungsprüfung und wenn man so mag, alle relevanten Dokumente, die zu einer Rechnungsprüfung dazugehören, die kann man natürlich zu einem Vorgang hinzuziehen. Beispiel eine Bestellbestätigung, eine Auftragsbestätigung, Lieferschein, das lässt sich alles an einen Rechnungsbeleg dranheften. Dann eben als zweites Element das Ausgabenmanagement in Form von Kreditkarten, Einkäufe. Was übrigens unsere Empfehlung ist, dass man gerade wiederkehrende Einkäufe über jetzt solche Firmenkreditkarten wie von Candice automatisieren lässt, weil dann eben regelmäßig die Abbuchung kommt, regelmäßig die Belege kommen und man dort direkt automatisch seine Konten hinterlegen kann bei einer Kreditkarte, damit sich solche
Vorgänge vollautomatisieren. Das ist aktuell unser Kernprodukt. Und das verbucht sich dann eben quasi auch von komplett selbst. Komplett. Also die Buchhaltung muss da einfach nichts mehr machen. Ja. Also das ist natürlich super cool, gerade bei so Werbungskosten. Du hast vorhin von Google Ads erzählt, die ihr eben auch natürlich schaltet. Ja. Und die Rechnung von Google, die kommt einmal im Monat. Die Abbuchung kommt einmal im Monat. Und das hat sich einfach erledigt. Die Buchhaltung muss dann in solchen Fällen einfach nichts mehr machen. Und in 2023 wollen wir dann entsprechend auch noch in den Markt reingehen, dass man auch abteilungsübergreifende Dokumente über Kenntnis verarbeiten kann, sprich Vertragsmanagement oder generelle Dokumentenablage. Okay, das ist so ein bisschen der Ausblick. Das wäre eine Abschlussfrage dann gewesen. Alles in einer Lösung hat, aber um deine Frage zu beantworten, aktuelle Kernfunktion, die Prüfung von Rechnungen und die Verarbeitung von Kreditkartenbelegen. Was mir gerade noch einfällt dazu ist, ihr habt ja auch Partnerunternehmen und Integrationen. Ja? Mhm. Wir verwenden da zum Beispiel davon auch den Invoice-Fetcher, wo wir eben von bestimmten Portalen wie, was fällt mir jetzt ein, Amazon, Google, Dropbox, gerade bei solchen Plattformen ist das Billing und die Invoices teilweise mal verschachtelt. Und wenn man da einmal im Monat reingeht, weiß man nächstes Monat schon gar nicht mehr genau, wo es war. Und da erleichtert eben der Invoice-Fetcher das auch extrem und der übermittelt die Belege dann wieder direkt an Candice. Ja. Und das war auch eine Erleichterung, ja. Absolut. Invoice Fetcher finde ich ein super Tool, perfekte Ergänzung für die Buchhaltung, gerade was das Sammeln der Belege angeht. Auch das ist eine Arbeit, die kommt einfach jeden Monat. Die muss man einfach machen und ja, das kann man sich für wenig Geld einfach abnehmen lassen, die Arbeit, damit sich die Buchhaltung wirklich auf wichtige Aufgaben konzentrieren kann. Ja. Abschließend zu den Kreditkarten vielleicht noch. Mich hat da auch überrascht, wie günstig das ist. Also ich habe den Preis jetzt nicht exakt im Kopf, aber du hast ihn sicher im Kopf. Ja, also für eine Organisation 69 Euro pro Monat. Genau. Dafür hat man unbegrenzt Kreditkarten, die man im Unternehmen verteilen kann. Genau, und das finde ich so krass. Ja. In diesem Sinne, wir werden definitiv in den Shownotes Candice auch zu dem Produkt, das wir eben verwenden, verlinken. Ich freue mich über das Gespräch. Vielen Dank, Florian. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Und bis bald in der Sicherheitspodcast. Danke. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.